16 aus meiner Familie rausgenommen worden, weil ich vergewaltigt wurde von meinem Vater und dadurch auch drogenabhängig geworden bin. Ja, und dann seitdem bin ich halt hier in Dortmund, ne? Auf Straße. Jeden Tag am Schnorren, jeden Tag irgendwie Geld zusammenkriegen, ist halt schwer. Man wird auch öfters angezündet. Ja, klar. Ich bin schon oft angezündet worden, auch mein Schlafsack wurde angezündet. Ja. Angezündet. Wie lange wohnst du schon auf der Straße? Ja, jetzt seit 2016. 2016. Also 7 Jahre jetzt ungefähr. Was brauchst du zum Beispiel, um dein Leben zu ändern? Was macht die Regierung? Generell eine Perspektive eigentlich, dass auch Leute, die keine Wohnung haben, arbeiten gehen dürfen. Weil man sagt ja immer, ja, hast du eine Wohnung, darfst du arbeiten gehen. Aber hast du keine Wohnung, darfst du nicht arbeiten. Also das heißt, so gesehen, um eine Wohnung zu bekommen, musst du arbeiten. Ja. Aber um zu arbeiten, brauchst du eine Wohnung. Also das ist eigentlich ein Teufelskreis. Richtig.